Der andere Punkt war die besondere Zielsetzung eines Zielvereinbarungsgesprächs. Wieder Substantivitis. Ja, Substantivitis. Wir verbalisieren, was will das Unternehmen mit einem Zielvereinbarungsgespräch erreichen. Das ist das Verb. Erreichen. Was ist der Unterschied? Substantivitis erzeugt keine Bilder und keine Bewegung. Verben erzeugen Bilder und Bewegung. Das haben 95% aller Lehrbuchautoren nicht verstanden, dass sie verbalisieren müssen und nicht substantivieren. Das wallet und siedet und brauset und zischt. Das ist Schiller. Was passiert? Bilder werden erzeugt. Bewegung wird erzeugt. Und was steht in den Lehrbüchern? Im Hinblick auf. Das ist auch so ein Wort. Im Hinblick auf. Im Hinblick auf ihre besondere Zielsetzung und inhaltliche Gestaltung unter Berücksichtigung. Das ist Lehrbuchsprache. Ja, halten Sie das mal gegenüber. Es wallet und siedet und brauset und zischt und besondere Zielsetzung sowie inhaltliche Gestaltung eines Zielvereinbarungsgesprächs. Ja, dann wissen Sie, wo Sie kotzen müssen. So, also was will man damit erreichen? Besondere Zielsetzung, was will ich damit erreichen? Was soll das? Wofür ist es gut? Ja, wofür ist es denn gut? Warum macht man das? Was ist die Intention? Das sind alles Möglichkeiten, die Frage zu übersetzen. Viele scheitern schon an dieser Stelle. Und dann nachher nehmen die Einsicht, schauen in die Lösungen rein, die kann man irgendwann dann auch kaufen, und sagen, oh ja, das hätte ich gewusst. Das hätte ich hinschreiben können. Der Transfer gelingt nicht. Also verbalisieren. Also, was schreiben wir hin? Was will ich mit einem Zielvereinbarungsgespräch erreichen? Ja, sagen wir was. Ja, das ist der Ablauf. Das ist die inhaltliche Gestaltung. Aber die eine Teilfrage war ja, was will ich mit einem Zielvereinbarungsgespräch erreichen? Das Unternehmen besser zu positionieren. Ja gut, das ist nicht falsch, aber das ist jetzt nicht so der Knaller. Was will ich mit einem Zielvereinbarungsgespräch erreichen? Man könnte auch noch anders fragen, warum mache ich Management by Objectives? Denn Zielvereinbarungsgespräch ist ja ein Teilelement von MBO, von Management by Objectives. Also warum mache ich das denn? Warum bitte mache ich das? Ja, Motivation. Ich erreiche da, schreiben Sie es hin, Motivation oder sagen Sie oben oder so, wir haben das ja schon gemacht. Motivation, Identifikation, Abstimmung. Ja, manche sagen, Unternehmen ist wie ein Ruderboot, nur wenn alle in andere Richtungen rudern, dann reibt man Energien auf. Das heißt, die Ruderer stimmen sich aufeinander ab. Abstimmung. Durch ein Zielvereinbarungsgespräch erreicht man Abstimmung, Ausrichtung. Noch was? Entlastung der Führung, ja, Entlastung der Führung. Die Führungskraft kann vielleicht aufgrund ihrer längeren Erfahrung, wenn das so ist, auch überprüfen, ob ein angedachtes Ziel realistisch ist. Ja, also auch Überprüfung des Zieles, ob es realistisch ist. All das macht man im Zielvereinbarungsgespräch. Ja, das ist die besondere Zielsetzung eines Zielvereinbarungsgesprächs. War wieder eine typische Prüfungsfrage, die im Grunde, wenn wir uns die Antwort anschauen, einfach ist. Zugegeben. Ja? Wenn man sich die Frage anschaut, katastrophal. Ja? Das Ergebnis bei so einer Prüfungsfrage, katastrophal, weil die Leute einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Sie wissen die Aktionen nicht. Aber sie wissen jetzt die Aktionen.